Larian Studios. Nvidia Gameworks. Ach, was für ein schöner Tag an der Oberfläche hier in Baldur's Gate. Und damit herzlich willkommen bei gleichnamigem Spiel, dem dritten in der Reihe. Ich weiß nicht, wer von euch die ersten beiden gespielt hat. Es dürfte schon ein bisschen her sein, irgendwann in den 90ern. Da war ich selber noch ein Stöpsel, als ich die gespielt habe und verschlungen habe, möchte ich sagen. Baldur's Gate 1 und 2 damals ungefähr die geilsten Rollenspiele, die man spielen konnte, ja, weil Ultima schon beendet war. Und jetzt kam Baldur's Gate 3 raus, eine ganze Weile im Early Access, ja, hat ein bisschen vor sich nicht hingedümpelt, aber hat ein bisschen gebraucht, sage ich mal. Und jetzt ist endlich der Release da mit neuen Akten und so weiter und so fort. Und es ist, sage ich mal, von Spielern und Presse wild umschwärmt. Und eigentlich habe ich überlegt, ob ich es privat spiele, weil Starfield bald rauskommt und so weiter. Aber ich will mich selber zwingen, es durchzuspielen. Gut, das ist ein gutes Argument, wenn ich an Atomic Heart denke. Aber ja, was ich noch machen will. Aber ich wollte Baldur's Gate 3 unbedingt spielen. Und jetzt mache ich das ohne Stream, ohne irgendwas, sondern einfach nur komplett rein. Und ich möchte mich da immersieren, ist das das richtige Wort? Ja, ich möchte mich reinversetzen einfach. Und ich drücke jetzt mal eine beliebige Taste, bevor ich euch zulabere. Und dann tauchen wir in den Untergrund, wo immer wir hier sind. Ist das etwa Baldur's Tor? Ich erinnere mich noch, wie das hübsche Ding damals von den Spielepackungen prangte. Oh, gute Zeiten. Wie cool das aussieht. Und wie gut es sich anhört. So, Optionen habe ich alle schon gemacht, heimlich. Ich mache mal ein neues Spiel. Entdecke. Erzählerisches Erlebnis. Die Geschichte ist wichtiger als der Kampf. Ausgeglichen ist ein ausgewogenes Abenteuer voller herausfordernder Entscheidungen und Taktiker, harte Kampagne mit Schwerpunkt auf strategischem Kampf. Wir machen es wie immer, wir in den mittleren Schwierigkeitsgrad, wir haben die Story, wir haben den Kampf, wir haben alles dabei. So, sehr casual und wir wollen das ausgewogene Abenteuer und natürlich wollen wir auch die herausfordernden Entscheidungen. Und davon soll es ewig viele geben. Verdammt, ich wusste sogar eine Zahl. 1300 Fragezeichen? Ich habe mir die gerade ausgedacht, aber sie kommt mir so bekannt vor. Es soll eine Menge spielentscheidender Entscheidungen geben. Und kein Durchlauf soll so sein wie der letzte. Es sei denn, man nimmt dieselben Entscheidungen, klar. Aber jeder Durchlauf soll sich sonst von jedem anderen unterscheiden. Ich bin gespannt, wie ihr spielt. Ich bin aber auch gespannt, wie ich spiele. Ich habe wieder Angst, Fehler zu machen. Ich will nicht wieder Dörfer opfern. So, Spiel starten. Das frage ich mich schon seit so langer Zeit. Vielleicht werde ich heute endlich Antwort finden. Ich will nicht so einen widerlichen Wurm im Auge haben. Das sind die Würmer von Snarf bei der Horde. Ich weiß es genau.
So, Tutorials aktivieren. Ja, möchte ich gerne. Hinweise aktivieren. Ich spiele gerade zum allerersten Mal. Ja, ich hatte Early Access und alles, aber ich habe Early Access nie gespielt, weil am Anfang waren es ja so ein bisschen, ja, war ein unglücklicher Start, sage ich mal. Und deswegen habe ich auch mal gewartet, bis fertig ist. Das heißt, ich spiele zum allerersten Mal. Bitte, ja, meine große Bitte, haltet euch bitte zurück mit Backseat Gaming. Bitte respektiert meine Entscheidungen. Und manchmal sehe ich auch Sachen nicht, weil das ganz normal ist, weil ich nicht so viele Augen habe wie ihr. Insgesamt meine ich, sondern ich habe ja nur zwei. Also ich werde bestimmt mal was übersehen und ich werde mich bestimmt mal anders entscheiden. Bitte, 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 wenn ihr andere Entscheidungen treffen wollt oder sowas, spielt doch selbst. Das ist auch toll. Also Baldur's Gate 3 kann ich jetzt schon empfehlen, ohne es gespielt zu haben. So, ich mache Tutorials aktivieren, annehmen. Herkunft eigener Charakter. Wir könnten die vorgefertigten nehmen. Originalcharaktere. Aha, aha. Laser. Ach, sie kennen wir aus dem Intro gerade. Sieht aber auch cool aus. Gale. Oh, der schöne Gale. Schattenherz. Mhm. Will Riker. Karlach. Repariert. Karlach tauscht aus. Und dunkles Verlangen, das aber ziemlich hell aussieht. Für ein dunkles Verlangen. Okay, also die Charaktere sehen schon... Oh Gott, ich habe Angst, mir jetzt selber eins zu machen. Herkunft Gale. Ich mache eigener Charakter. Randomisieren. Ich klicke mal ein paar Mal drauf. Wir gucken mal ganz kurz, was man so machen kann. Oh, wei, 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 oh, wei. Ich habe jetzt schon Angst vor dem... Okay, wir gehen mal rein. Herkunft eigener. Volk. Ein Elf. Elfin in dem Fall. Tiefling. Eine Drow. Ein Mensch. Ein... Oh Gott, wie spricht man das aus? Gittinaki? Gittianki? Entschuldigung, wenn ich manchmal auch nicht alles richtig ausspreche. Ich hoffe, ihr seid mir trotzdem gewogen. Ein Zwerg. Eine Zwergin in dem Fall. Wo ist der Bart? Halbelf. Halbling. Gnom. Ich skippe mal ein bisschen durch. Haben die ja Scheiße am Schuh? Was machen die denn da immer? Drachenblütiger. Und Halborg. Okay. Volksmerkmale. Ich guck mal kurz. Klasse, pipapo. Mhm. Dunkelsicht. Ich schaue mich erstmal ein bisschen um, ne? Ich werde mir auch ein bisschen Zeit nehmen. Immer. Körperbau 1, Körperbau 2. Ach, das ist jetzt männlich, okay. Drachenblütiger. Er fühlt es halt auch, ne? Das sieht aber auch cool aus einfach. Gnom. Das ist ein Twitch-Gnom. Das ist aber ein Twitch-Gnom. Okay, Halbling. Ein Halbelf. Zwerg. Ich glaube, ich weiß, worauf es bei mir hinausläuft wieder. Möchte ich wieder meinen Standardcharakter machen? Ich muss ganz kurz auch dazu sagen, ich habe ewig keine rundenbasierte Rollenspiele mehr gespielt, ne? Ich weiß nicht genau, wie das jetzt hier auswirken wird. Ich kann es noch nicht genau sagen. Lass uns überraschen. Oh, Zwerg war aber eigentlich auch mal ganz cool, einen Zwerg zu spielen. Ich habe früher immer meinen heldenhaften Menschen, ja, Eric McLeod, habe ich immer gespielt. Aber ich glaube, ich habe auch Dragon Age Origins immer gespielt. Ich hatte immer so meinen Standardcharakter. Ich weiß, wie es bei euch ist, ob ihr jedes Mal einen neuen erfindet, den ihr dann noch wirklich, ne, also so Roleplay-mäßig spielt, oder ob ihr einfach nur einen möglichst coolen nehmt oder einen möglichst schönen vielleicht. Ah, ich weiß es immer nicht. Ich habe sonst immer meinen Mensch-Charakter, ne, weil Mensch ist ja irgendwie eine Mischung aus allem immer, sind für ihre Zähigkeit, Kreativität und ihre große Anpassungsfähigkeit bekannt. Ja, die Gittianki, soll man vielleicht mal vorlesen. Gittianki sind seit ihrer Versklavung durch die Gedankenschinder ziemlich rücksichtslos. Sie fliegen auf roten Drachen über die Astralsee und bringen ihre Silberschwerter und ihre psionischen Kräfte gegen jedes Anzeichen von Illitiden-Gefahrenanschlag. Zwerge sind ebenso langlebig und unnachgiebig wie ihre Steinhäuser. Sie gehören zu den besten Kriegern, Minenarbeitern und Schmieden Faeruns. Halbelf. Die neugierigen, ehrgeizigen und vielseitig begabten Halbelfen sind überall willkommen, tun sich jedoch schwer, da sie keiner Gesellschaft wirklich angehören. Halblinge. Die kleinen und fähigen Halblinge bevorzugen die Annehmlichkeiten ihres Zuhauses, doch ihr angeborenes Glück und ihre Geschicklichkeit machen sie zu großen Abenteurern. Gnome.
Die kleinen, klugen und agilen Gnome nutzen ihr langes Leben, um Faerons hellste Orte und dunkelsten Tiefen zu ergründen. Drachenblütiger, stolzes Volk, das den Clan und eigenes Können über alles andere stellt. Einst von Drachen versklavt, wollten sie unabhängig sein und von niemandem gesehen werden, nicht einmal von den Göttern. Halborks sind Kreaturen mit intensiven Emotionen. Sie neigen zum Handeln, ehe sie denken, ob sie nun Zorn zum Kämpfen oder Liebe zu Taten von erstaunlicher Freundlichkeit treibt. Orks spielen eigentlich auch mal ganz cool. Elfen. Mit ihrer ätherischen Schönheit und ihrer Langlebigkeit sind Elfen im Einklang mit den Kräften der Natur und gedeihen im Licht und im Dunkeln. Tieflingen. Die von den Teufeln der neuen Höllen abstammenden Tieflinge stoßen in Faerun auf Misstrauen. Aufgrund ihrer arkanen Fähigkeiten sind sie große Überlebenskünstler. Die Drow. Ins Unterreich getrieben, haben die meisten Drow einen rücksichtslosen Pragmatismus entwickelt. Jene, die sich Loth verschworen haben, schätzen die Dogmen der bösen Göttin, während die Zeldarin Drow ihre Versuche zurückweisen, den Anführer des Elfenpantheons zu stürzen. Und dann wären wir wieder beim Menschen. Ich gucke erstmal, was machen können. Aussehen bearbeiten, klasse Druide. Ich guck mal kurz, Aussehen bearbeiten. Identität männlich. Weiblich, nicht binär andere. Wir bleiben bei männlich in dem Fall. Stimme. Where to next? Was? Hm. What was that? Und hier ist Gesicht. Ja. Was nehmen wir denn da? Hautfarbe warm 8. Warm ist auch schön. Also warm ist schön formuliert. So. Narben. Das ist doch keine Narbe. Der hat richtig eine gezimmert gekriegt. Oh, und das ist aber künstlerisch eher. Kriege ich meine Augennarbe wieder? Die Klischee-Narbe überm Auge? Oder die hier? Ah, da ist die Klischee-Narbe überm Auge. Leider überm falschen. Aber ich lasse mich dazu breitschlagen, wobei ich die irgendwie cooler finde. Ich glaube, ich nehme diese hier. Reife ist wahrscheinlich Alter, ne? Ja. Die Sorgenfalten prägen sich ins Gesicht. Ein paar Lachfalten auch. Ich würde sagen, ich bin schon ein bisschen reif. Anzahl der Sommersprossen. Okay. Intensität der Sommersprossen. Wow, 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 wow. Damit würde ich mal zum Arzt gehen. So, warte. Ich mach mal kurz hier. Und was? Vitiligo-Pigmentierung. Alter, was ist hier alles möglich? Was ist denn hier los? Genitalien Standard. Wirklich? Meine Genitalien sind Standard? So erfahre ich das? Penis B. Penis C. Penis D. Penis E. Vulva. Vulva B. Gut. Sehr goes meine Monetarisierung, aber... Ach, Kleidung ausblenden. Oh. Was ist Penis B? Ach komm, wir gehen aber mal durch. Aha. Okay. Ich bleib beim Standard, ja? Also, ja, es ist einfach der gute alte Default-Pensi. Wer kennt ihn nicht? So, Stimme anhören, Stimme. Let's hope the locals are friendly. Ne, wieso nicht? This place is trapped. Ach so, ganz kurz, die Lokalisierung ist deutsch, aber die Sprachausgabe ist komplett englisch mit deutschen Untertiteln, weil das ganze Spiel komplett vertont ist und es sind endlose, endlose, endlose Stunden von Sprachaufnahmen. Und das in jeder Sprache zu lokalisieren, also, ne, puh. Also, ich weiß, ob es irgendwann mal geplant ist, ich kann es nicht sagen, aber es ist verständlich, dass es aktuell nur in Englisch erhältlich ist, also mit englischer Sprachausgabe. It's opened. Ne, ich bleib. More of those wretched things. What? Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. War nicht bei Baldur's Gate 1 oder 2? War da nicht einer? Ich erinnere mich gerade. War da nicht einer mit dem sächsischen Akzent damals? Ich glaube, da war einer. Ein Charakter, der hatte so sächsisch. Oh, Körperbau? Was war das denn? Aha. Okay. Ja, okay. Oh, Mist, wie alles verstellt hier. Warte. Ach so, ich lasse mir übrigens ein bisschen Zeit, ne? Ich werde mich nicht durchhetzen, ich werde mich auch nicht versuchen zu beeilen.
Ich will mir wirklich einfach ein bisschen Zeit lassen. Und ich will alles genießen. So. Ich bleibe bei Standard. Es wird schon passen. Gute alte Standardgenitalie. So. Dann haben wir Allgemeines. Was ist mit Körperschmuck? Aha. Oh, das ist natürlich auch, das ist sehr schön. Das habe ich neulich getragen. Okay. Warte, übrigens, habe ich neulich wirklich getragen. Aus Gründen. Kommen wir später zu. Das sieht eigentlich ganz nice aus, aber irgendwie... Ich schaue mich mal ein bisschen um, ja? Ich klicke hier mal durch. Es gibt hier einfach sehr viele Optionen. Und ich fürchte fast, wir werden heute nur die Charaktererstellung machen. Aber wen hat das denn? Wen überrascht das denn jetzt? So. Das ist eigentlich auch ganz cool. Kann ich die Klamotten wieder ausziehen, damit ich das besser sehen kann? Nee, ne? Nee. Farbe der Tätowierung. Wie sieht denn rot aus? Ist eigentlich auch ganz cool, ne? Jetzt sehe ich aus wie Robin. Robin. Das ist eigentlich ganz cool. Also wir gucken mal, was am Ende dabei rauskommt, ne? Wir sind auch noch nicht fertig. Bevor ihr zwar... Bei dem hier würde ich mir so ein... Ja, nee. Aber das ist vielleicht zu Viking-mäßig. Das sieht auch ganz cool aus. Das sieht ziemlich cool aus. Ich wünschte, man könnte beide Augenfarben voneinander trennen. Vielleicht geht das ja. Wir gucken mal. Piercing-Stil. Lapis Lazuli. Jo, da sehe ich mich. Ich mach das mal. Ich bin gepierst. Augen. Oh, warte. Ja, es geht. Rechtes Auge. Nur mal testweise. Und linkes Auge. Oh, wieso geht denn rot? Wäre cool. Damit es ein bisschen zum Tattoo passt. Das ist braun. Okay, aber das geht halt auch, ne? Dann würde ich das linke Auge vielleicht... das rechte Auge in dem Fall. So. Das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Das mache ich. Schminkstil, einen leichten Kajal würde ich mir gefallen lassen. Ich bin mit dem Gesicht noch nicht 100% zufrieden. So. Ja, das würde auch gehen, aber das passt jetzt nicht zu dem Ding. So. Die Augenschminkfarbe könnte man theoretisch dann auch so dunkelrot machen, ne? Dann wird das passen. Dann würde das auf jeden Fall passen. So vielleicht, oder? Lippentönung. Mit der Lippentönung bin ich zufrieden. Ich kenne mich bei Lippentönung nicht so aus. Und ich sehe auch keinen Unterschied. Ach so, hier Intensität, Lippenfärbung. Ja, das braucht's. Das braucht es nicht. Was ist denn metallische Tönung? Na komm, das mache ich. Das sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Schmollmund. Pflaume 4. So, Haare. Ich guck mal, was haben wir denn hier? Was ist denn... das ist aber sehr progressiv. Okay. Ist TikTok-Frisur? Das sehe ich irgendwie nicht so. Warte, ich guck mal rum. So, bei der Frisur, etwas längere Haare wären schon cool. Das sieht eigentlich auch cool aus. Ich bin mit dem Gesicht noch nicht so zufrieden, ne? Ich, würde gerne mal gucken, ob wir bei den Gesichtern nicht vielleicht noch ein bisschen was machen können. Ja, das ist sehr gut. Da sehe ich uns. Es sind ewig viele Haare. Ich habe da immer Probleme. Je mehr Auswahl, desto schwieriger wird es einfach. Das wäre auch cool, aber andersrum, wenn das auf diesem... Aber dann sieht man das Tattoo vielleicht nicht mehr so cool. So.
Ja, irgendwie, er sieht ein bisschen mental herausgefordert aus. Boah, mit dem Schweifchen hinten. Hä? Als ob das gerade auf seiner, als ob das über die Schulter landet. Warte mal, jetzt will ich nochmal. Das ist gerade über die Schulter gelandet, das war ja cool. Okay, ich gehe nochmal weiter nach oben. Glanzlichter Ergrauung. Oh. Ich kann mir bei ihm sogar eine Glatze vorstellen. Na, warte mal, da waren die Haare aber sehr motiviert gerade, ne? Hier, guck mal. Sehr motivierte Haare. Was immer da passiert, ich weiß es nicht genau. Ja, nee. Das ist eigentlich ganz cool. Das würde eigentlich gut passen. Das ist immer sein Auge, ne, mit seiner Kraft. Der hat gar keine Kraft, aber das ist das Auge mit seiner Kraft. So, okay. Aber so eine generelle Undercut-Frisur gibt's nicht, ne? Oder habe ich die einfach wieder großzügig übersehen? Das ist irgendwie, ich habe einen Scheiß-Friseur. So sollte die Frisur eigentlich auch heißen. So. Okay, ja, ich glaube, ich kenne jemanden mit der Frisur. Eigentlich auch geil. Junge, Junge, halber Wolverine. Da fehlt noch der Bart. Ach, der Bart. Deswegen. Ich glaube, das stört mich die ganze Zeit. Da fehlt noch der Bart. Natürlich. Ja, nee. Das ist sehr ordentlich. Das ist Clark Kent. Fehlt noch die Brille. Den hatten wir schon. Das würde natürlich auch gehen. Der sieht jetzt aus wie bei Groschenroman, der Typ auf dem Cover. Die Haare müssen noch blond sein, dann sieht er original aus wie so ein Groschenroman-Typ. Dr. Schlawumbo. Dr. Stefan Frank. Ah, das würde auch gehen. So, welche? Oh Gott, das sind zu viele Haare. Welche hatte ich denn jetzt vorhin? Oh Gott, warum gibt es denn so viele Haare? Die waren es nicht, ne? Ich glaube, die waren es. Weißt du was? Ich mach das einfach mal. Vielleicht können wir später zum Friseur gehen im Game. Schwarz-braun. Ich guck mal kurz. Was haben wir noch so? Ich habe gerade ein bisschen Horizon-Vibes. Ich weiß nicht, warum. Oh, okay. Das ist natürlich... Oh, sehr progressiv. Weiß. Aber gibt es auch so ein... Ja, nee, ich glaube, ich bleib bei... Was ist das hier? Schwarz-Rot. Neutrales Schwarz. Ich glaube, ich bleib bei... Ich glaube, ich bleib eher bei sowas. Schwarz-Braun. Oh, die Musik ist voll schön. Hä, wie schön ist denn die Musik? Glanzlichter, mittelblond. Ich weiß gar nicht, wo sind denn die Glanzlichter? Haben wir Glanzlichter überhaupt hier drin? Ach so, hier. Okay, das ist natürlich auch cool. Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei, das sieht gut aus. So, Ergrauung braucht man nicht unbedingt. Aber ich nehme es mal mit. Ich nehme mal so ein paar Strähnchen, nehme ich mal mit, ne? So, ein bisschen. Viel erlebt einfach auf den Reisen, weißt du? Gesichtsbehaarung, ich guck mal. Da sind auch graue Strähnchen drin, das ist ja cool. Haarfarbe und Ergrauung, okay. Hier ist die Haarfarbe. Achso, da macht er aber die ganzen Haare anders wieder. Ach, das ist für die ganzen Haare. Okay, ich muss den Bart also so nehmen. Warum sieht er jetzt lila aus? So, ja. Perfekt, ich hab's. So, Inspektor. Ja, nee, die sind...
etwas. Welch ein feudaler Backenbart, Monsieur. Ich glaube, ich mache mal so einen leicht unrasierten, ne? Nicht unbedingt der Vollbart, oder? Ich glaube, der passt aber irgendwie am besten. Irgendwie passt der am besten. Und ich finde aber, das Gesicht müsste noch ein bisschen verhärmter sein. So, Volk, Mensch, klasse. Ich guck mal kurz ein bisschen durch. Barbar. Die Starken heißen die innere Wildheit willkommen. Scharfe Instinkte, urtümliche Körperlichkeit und vor allem den ungezügelten, unstillbaren Kampfrausch. Barde. Du weißt, dass Musik nicht nur Spielerei ist, sie ist Macht. Durch Studium und Abenteuer bist du nun Meister des Gesangs, der Ansprache und der Magie darin. Kleriker. Kleriker sind Vertreter der Götter, die sie verehren, und sie wirken mächtige Magie, zum Guten oder zum Bösen. Druiden kanalisieren die Elementarkräfte der Natur und sind auf ganz besondere Weise mit allen Tieren verbunden. Wenn ein Druide die Tiergestalt gemeistert hat, kann er sich in Tiere aus sämtlichen Gebieten der Reiche verwandeln. Druide würde gut zu ihm passen eigentlich, ne? Kämpfer sind Meister der Kampfkunst, beherrschen den Umgang mit Waffen wie niemand sonst und tragen Rüstung wie eine zweite Haut. Der Mönch. Du kanalisierst deine kosmischen Erleuchtung, indem du flink ausweichst und deine Gegner mit einem Wirbelwind aus Kampfkunstangriffen und betäubenden Schlägen zerlegst. Paladin. Durch den Eid, mit dem du dich der Gerechtigkeit verschworen hast, bist du ein Leuchtfeuer der Hoffnung in finsteren Zeiten. Waldläufer sind unübertroffene Kundschafter, Späher und Fährtenleser, die in tiefer Verbindung mit der Natur stehen, um ihre Lieblingsbeute zu jagen. Schurke. Mit Heimlichkeit, Geschick und hervorragenden Reflexen behalten Schurken fast in allen Situationen die Oberhand. Zauberer sind von Natur aus Zauberwirker, die ihre Magie aus einer Gabe oder einem Erbe beziehen. Würde auch gut zu ihm passen. Hexenmeister. Die durch einen Pakt an einen übermächtigen Schutzpatron gebundenen Hexenmeister erhalten für ihre Treue übernatürliche Fähigkeiten und einzigartige Magie. Der Magier meistert die arkane Magie, indem er sich auf einzelne Schulen der Magie spezialisiert und alte Zauber mit modernen Erkenntnissen kombiniert. Nun, Kampfrausch, ungerüstete Verteidigung. Wenn du keine Rüstung trägst, füge deiner Rüstungsklasse deinen Konzentration. Trägst du eine schwere Rüstung, so kannst du nicht in Kampfrausch geraten. Was? Der Barbar kann keine schwere... Sollte keine schwere Aktion durchschnaufen. Nutze deine Ausdauer, um dich zu heilen. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Fähigkeit. Oder Aktion, Entschuldigung. Hand auflegen. Nutze deine um eine Kreatur von allen Krankheiten und Giften zu heilen. Wirkt nicht auf Untote, schade. Hätte ja umgekehrt wirken können. Göttliches Gespür. Du bist bei Angriffswürfen gegen celestische Unholde und Untote im Vorteil. Das war das. Der Druide. Schillela. Oder Schillelach, ich weiß nicht. Dein Stab oder Knüppel wird magisch. Er bewirkt 4-11 Wuchtschaden und nutzt bei Angriffswürfen. Ne? Dornenpeitsche. Zieh die Kreatur um 3 Meter zu dir heran. Okay, das ist aber auch nice. Das Ziel kann nicht gezogen werden, wenn es riesig ist. Zaubertricks, Zauberklassenmerkmale. Ach man, ich bin so unsicher. Ich würd wahnsinnig gerne einfach wieder... Ich spiele einfach so gerne Barbaren. Ich weiß nicht warum. Waffen, einfache Waffen, Kriegswaffen, schwere Bibel. 17 Stärke. Ich spiele einfach gerne Barbaren. Die einfach nach vorne kloppen, ne? Und so Tanks und so. Übrigens, ich hätte noch einen Wunsch. Kann man den Mauscursor irgendwie vergrößern? Ich habe bei den Optionen nichts gefunden, aber der Mauscursor sieht aus wie eine Mücke. Ja. Auf 4K. Weil ich nehme gerade auf 4K auf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und jetzt mal gucken. Kleriker. Vielleicht mache ich einfach Barbar. Ich mach einfach den Barbar. Ich mach's einfach. Zauberer und so hätte ich natürlich auch Bock drauf, aber ich mach erstmal. Ich hab schon ewig nicht mehr so ein Game gespielt in der Richtung. Ich glaube, Dragon Age Origins war das letzte. Oh, ist lange her.
Hintergrundadliger? Ich glaube nicht. Arkolys, du hast dein Leben im Tempel verbracht, heilige Riten erlernt und deinen Göttern Opfer dargebracht. Dienst du ihnen und entdeckst ihre heiligen Werke, so wirst du wahre Größe erlangen. Scharlatan, du bist ein Manipulationsexperte, der zu Übertreibungen neigt und mit Freuden davon profitiert. Dein Weg zum Erfolg führt über verdrehte Wahrheiten und gegeneinander aufgehetzte Verbündete. Gefällt mir eigentlich auch gut, so einmal zu spielen. Krimineller, du hast Erfahrung darin, die Gesetze zu brechen und mit Hilfe illegaler Verbindungen zu überleben. Unterhaltungskünstler, du lebst, um ein gewöhnliches sowie hochstehendes Publikum zu beeinflussen und zu unterwandern. Bewahre Kunst und bring Freude ins Leben von Glücklüsen und Niedergedrückten, um deine charismatische Aura zu stärken. Akrobatik und Auftreten? Volksheld. Du bist ein Held des einfachen Volkes, der Tyrannen und Monster herausfordert, um die Hilflosen zu beschützen. Rettest du Unschuldige aus der Gefahr, so wird deine Legende wachsen. Mit Tieren umgehen? Oh! Streichel alle Hunde? Ja, das will ich! Überlebe in der Wildnis, spüre Beute auf? Das will ich. Aus dem... ne? Den einfach... das mag ich irgendwie. Gildenkünstler? Deine Fertigkeit in einem bestimmten Handwerk hat dir die Mitgliedschaft in eine Handelsgilde eingebracht, die dir Schutz und Privilegien bietet. Es wird dich inspirieren, seltene Werke zu entdecken und zu restaurieren. Motiv erkennen und überzeugen. Okay, durchschaue Personensituationen, entdecke Lügen. Oh, das wäre eigentlich auch ganz gut. Und überzeugen eigentlich auch ganz geil. Oh, Mann. Adliger? Du wurdest in einer elitären Familie erzogen und bist Macht und Privilegien gewöhnt. Ansehen, Macht und loyale Untergebene erhöhen deinen Status. Sonderling. Du bist in der Wildnis aufgewachsen und kannst fern zivilisatorischer Annehmlichkeiten überleben. Athletisch und überleben? Weiser. Du bist neugierig und belesen. Dein Wissensdurst ist unstillbar. Soldat. Du bist in den Taktiken auf Schlachtfeldern bewandert, nachdem du lange in militärischen Positionen gedient hast. Zeige kluges Vorgehen und Tapferkeit auf dem Schlachtfeld, um dein Können zu steigern. Athletisch und einschüchternd. Straßenkind? Nach einer armen, trostlosen Kindheit weißt du das Beste aus allem zu machen. Deine Erfahrungen mit der Straße lassen dich der bevorstehenden Reise gewachsen sein. Fingerfertigkeit und Heimlichkeit. Hinterhältiger Angriff, Nahkampf und Fernkampf. Mit Heimlichkeit, Geschick und hervorragenden Reflexen bei den Schurken in fast allen Situationen. Aber ja, naja. Mensch. Ich würde wahnsinnig gern, ne, auch einen anderen und so, aber wenn ich halt weiß, dass wir jetzt irgendwie, ich weiß nicht wie viele Folgen lang, ich weiß nicht wie viele Stunden lang spielen, dann nehme ich, ja, dann, ne, dann, ja. Ich würde gerne experimentieren, Sachen ausprobieren und so, aber... So, und das hier mit Tieren umgehen und überleben, mag ich gerne. Aber eigentlich finde ich Motiv erkennen und überzeugen geiler. Durchschaue Personen, Situationen, entdecke Lügen und fahre all deinen Charme auf, schmeichle und beschwatze. Leute überzeugen mit Charisma in Spielen. Seit Fallout einer meiner Lieblingseigenschaften, wenn sie in Spielen berücksichtigt werden. Deswegen mache ich mal den Gildenkünstler und hier nicht den Volksheld, ja? So. Eigentlich würde ich ihn auch bei Straßenkind sehen oder sowas. Vielleicht auch Sonderling, aber ich mache mal Gildenkünstler wegen Motiv erkennen und überzeugen. Kämpfer. Soll ich Kämpfer machen statt Barbar? Was ist denn der Unterschied? Ganz kurz. Konstitution 15. Ah ne, Intelligenz 10, Intelligenz 8. Barbar hat mehr Charisma. Bard hat 17 Charisma, natürlich. Aber Barde sehe ich bei ihm einfach nicht. Ich gehe nochmal ganz kurz. Ich guck mir nochmal. Ja, 15. Paladin? Aber das sehe ich auch irgendwie nicht. Hand auflegen. Ah, Paladine sind meist von ihrer eigenen Macht korrumpiert. Sie denken, sie dienen der guten Sache, aber gehen dabei über Leichen. Ja, und sie dienen immer einem für sie gerechten Gott, aber ob der auch für andere gerecht ist, ist immer fraglich. Ach ja, Eid fokussieren. Der Schurke sollte mehr Charisma haben eigentlich, ne?
Geschick 17. Ich nehme den Barbaren. Der hat 10 Charisma, damit das ist ein guter Startpunkt. So, Attribute. Bonus zuweisen. Plus 2, plus 1 auf Stärke. Okay. Und das hier ist auf Konsti. Ja, lass ich mal. Übungsbonus. Dein Übungsbonus wird dann Attributswürfen und Rettungswürfen gegen die Fertigkeit hinzugefügt, wenn du geübt bist. Okay. Wird außerdem deinen Angriffswürfen mit Waffen hinzugefügt, sofern du im Umgang mit ihnen geübt bist. Die Trefferchance steigt. Okay. Empfohlenes Nutzen. Aber ich wollte noch ganz kurz beim Gesicht gucken. Das Gesicht kann ich sonst nicht ändern, ne? Es gibt nur hier die Gesichter. Und die Narben, Hautfarbe, Reife. So. Und natürlich Standardgenitalien. Okay. Dann haben wir es. Charakternamen eingeben. Ich mache einfach mal aus Tradition, weil ich früher immer Eric McLeod gespielt habe. Das war auch mein MMO-Name, bis ich dann irgendwann wechseln musste, als ich GM wurde, zu Gronkh. Früher war ich immer Eric McLeod. Anders geschrieben als der Highlander. Aber das war immer mein, ich weiß nicht wie lange schon. Ewigkeiten. So. Okay. You need a guardian. Choose one. Du brauchst einen Wächter? Was ist denn hier noch eine Charaktererstellung? Okay. Drow. Tiefling. Mensch. Ich guck noch mal schnell durch, ja? Gitianki. Zwerg. Elf. Halbelf. Halbling. Gnom. Halborg. Drow wäre eigentlich interessant. Tiefling aber auch. Was? Ich nehme Tiefling-Wächter. Irgendwie passt das ganz gut. Ich weiß nicht warum. Mach ich auch groß, ne? Ich mach auch groß. Was soll's? Oder? Ah, ist egal. Tiefling. Weiterziehen. Volksunterart. Asmodeus-Tiefling. Diese Tieflinge sind an Nessus gebunden, die tiefste Schicht der Höllen. Sie können dank der infernalischen Blutlinie des Erzteufels Asmodeus über Feuer und Dunkelheit gebieten. Mephistopheles-Tiefling. Als Abkömmlinge des Erzteufels Mephistopheles haben diese Tieflinge ein besonderes Talent für arkane Magie. Oder Zariel-Tiefling. Denn Tieflinge aus Zariels Blutlinie besitzen besondere Stärke und können sengende Flammen kanalisieren, um ihre Gegner zu bestrafen. Feuer und Dunkelheit? Oder arkane Magie? Ich glaube, ich bleibe bei Feuer. Allgemeines. Weiblich, das passt schon. Stimme, ich guck mal. Remarkable. Good luck. Follow your instincts. Remarkable. Achso, ja, dann bleibe ich bei Stimme 1 einfach. Warte. Follow your instincts. Remarkable. Ja, ich bleibe bei Stimme 1. Okay, hier noch Kopf 6. Okay. Ja, ich bleib mal hier. Hautfarbe rot finde ich eigentlich ganz nice. Finde ich gut. Sollte mir das rot merken. Das wird, geht noch dunkler. Okay, ich guck mal kurz hier. Da geht so einiges. Ich bleib einfach mal bei rot. Finde ich irgendwie gut. So, zeig mal her. Hat die Dame Narben? Weißt du was? Ich gönn ihr mal diese Narben hier. Ich mach das einfach mal. Reife. Hier sieht man es ein bisschen deutlicher als bei unserem Hauptcharakter, ne? Anzahl der Sommersprossen. Gut. Scheint in der Hölle die Sonne? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Warte mal kurz Intensität hoch. Dann mach ich mal kurz... Anzahl. Ah, okay, tatsächlich. Cool. Ja, eigentlich... Also ich brauche nicht unbedingt Sommersprossen. Können ganz schön aussehen, ja. Ist aber nie ein Muss. So, die Dinger und dann weiß. ja, ich weiß auch nicht. Ja, das war eine gute Idee.
So, die Farbe. Ich wollte nur die Farbe auswählen. Oh, das passt aber eigentlich ganz gut, ne? So, warte. Da haben wir die, da haben wir die. Ich gucke wieder ein bisschen durch. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin fertig. Auch cool. Viele coole Sachen dabei. So. Ich glaube, ich will das nehmen. Gefällt mir irgendwie sehr gut. Das mit den Augen, das ist schon ganz cool. Piercing-Stil. Natürlich. Soll ich denselben nehmen wie bei uns? Nee, ne? Die müssen sich schon ein bisschen mitternachts drehen. Oh ja, das passt super bei ihr. Das passt super. Silbergoldgala. Dunkelmode, roter Schimmer. Würde auch gut passen. Dolche mit Purpurheften. Die wackeln aber nicht, ne? Die sind, oder? Die sehen so, Zähne von Barovia. Minotaurenring. Kinderspiel. Oh, so ein kleiner Schädel im Ohr. Erzfeenwirbel. Badenringe. Nichts. Ja, okay, die haben wir, glaube ich, schon, ne? Ich muss aber sagen, bei ihr passen die irgendwie besser als bei unserem Hauptcharakter. Ich finde die Dolche ein bisschen übertrieben. Ich bleibe mal bei dem. Silbergoldgala. Obwohl die Ringe bei ihr auch besser passen, aber die haben wir ja auch schon. So, die Augen bin ich völlig fein mit. Ich finde das hier eine geile Option immer, aber das haben wir ja schon mal. Wollen wir mal nicht überstrapazieren. Schminkstil. Brauchen wir bei ihr eigentlich relativ wenig, ne? Also wir können natürlich noch ein bisschen was machen, so. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Ich mache trotzdem mal so. Dann sind die Augen noch ein bisschen mysteriöser. Ich glaube, das ist ganz gut. Lippentönung. Ach ja, da war noch Glanztönung. Ich guck mal. Schön. Metallische Tönung. Ich mache Glanztönung. Ist das vielleicht ein bisschen zu dunkel? Andererseits passt es aber natürlich auch ganz gut, ne? Also zu, vor allem zum Make-up hier oben. Oder Narbe oder wie immer man es nennen möchte. Ich weiß nicht genau. Ah, vielleicht lasse ich ihn ein bisschen heller. Was ist, wenn ich noch heller mache und dafür metallischer? Okay, dann sieht er irgendwann aus wie, wie Chrome. Okay, das sieht cool aus. Lassen wir so. Und dann haben wir noch die Haare. Die mir eigentlich ganz gut gefallen. Die können wir auch direkt so lassen eigentlich. Ich muss da jetzt nicht großartig... Ich würde noch... mit der Farbe würde ich vielleicht noch rumspielen. Ja, das Problem ist, wir haben jetzt auch dunkle Haare. Die hätten beide dunkle Haare, aber ist... rotbraun. Ich guck mal. Das Rot sieht ja halt nicht so rot aus. Weißt du, was ich meine? Das sieht mehr bräunlich aus. Aber vielleicht können wir da was machen mit den Glanzlichtern. Na gut. Das, was macht denn alle? Hallo. So, warte. Da wird es halt ein bisschen dunkler, ne? Ist jetzt nicht so... Hier macht das schon mehr Unterschied als hier. Ja, okay. Das wird nicht einmal nur drüber gelegt. Braun 5. Lalala. Sieht eigentlich auch ganz cool aus, aber da hätte ich das Design anders machen müssen. Okay. Glanzlichter und Ergrauung lasse ich, das erspare ich ihr mal. Aber mit der Haarfarbe bin ich auch noch nicht... Die würde, glaube ich, oh, das würde, glaube ich, besser passen, ne? Das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Wie gesagt, weiß würde wahrscheinlich auch gehen, würde gut zu den Hörnern passen auch. Und die Haare an sich lasse ich bei ihr. Finde ich gut. Möchte ich gar nicht ändern. Gesichtsbehaarung. Da bin ich dabei. So, so muss es sein. Wer es tragen kann, kann es tragen.
So, ist ein bisschen schwierig. Die hängen über die Lippe, da ist immer Suppe drin. Dann hier nochmal ein schöner Backenbart wieder. Vortrefflich, vortrefflich. Aber ich glaube, wir nehmen einfach mal keinen Bart. Hörner, das ist ja cool, dass man sich auch die Hörner aus... Oh Mann, oh Mann. Okay, das ist ziemlich cool. Einfach so einen coolen Fahrradlenker auf dem Kopf. So. Sag mal, konnten wir hier eigentlich auch Standard-Dingens aussuchen? Das sieht auch cool aus, aber hätte ich immer Gefahr, zu nah zu kommen. So ein bisschen widderartig. Die waren es am Anfang, ne? Bin noch unsicher. Die sind alle sehr groß. Ich würde vielleicht mal... Ich würde, glaube ich, so machen. Hornfarbe Asche, Hornspitzenfarbe Warmgrau. Wo ist denn Warmgrau? Kaltgrau? Kaltgrau, Pupograu. Wo war denn Warmgrau? Ach, hier. Ja, komm, ich lass mal. Sieht schon cool aus. So, du brauchst einen Wächter. Wähle einen. Wir haben eigentlich einen. Gesicht, bla bla bla. Volk, Körperschmuck. Okay, haben wir gemacht, was wir können. Und dann ziehen wir weiter, würde ich sagen.